Hi, gute Wie. Wir sind auf dem Weg nach Leverkusen. Es tut jedes Mal weh, da aufzutreten. Es gibt leider kein Mittel, diese Auswärtsspiele in Leverkusen erträglicher zu machen. So viel Pille kannst du quasi gar nicht schlucken. Aber wir haben doch dieses Jahrtausend schon dreimal da gewonnen. Und die Leute tun so, als hätten wir eine schlechte Statistik. 9 Mal in Folge verloren, 4:31 Tore. Ey, mal Spaß beiseite. Heute kommt die Wende. Alles wird anders. Gut, habe ich auch letztes Jahr gedacht. Ja, das bleibt dabei. Wir fahren nach Leverkusen, um aufs Maul zu kriegen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir jemals hier gewonnen haben. Um genauer zu sein, denken wir das jedes Jahr. Aber nach 12 Jahren wird es immer wieder Zeit, oder? 11 Jahren, 12 Jahren, ganz gemütlich. Ich bin auch wie immer topfit. 4 Stunden Schlaf reichen doch vollkommen. Wer braucht denn mehr Schlaf? Opfer, wer mehr Schlaf braucht. Sogar nicht so schlimme Augenringe diesmal. Ach, wie geil. Einfach eine Special Edition. Offenbach Leverkusen. Leute, es ist okay. Es ist okay, ihr braucht euch nicht zu schämen. Leute, wir machen ein kleines Quiz. Wer steht auf Schwänze und nicht auf Busen? Kleiner Tipp von Rudi Völler. Es ist nicht Bayer Leverkusen. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Mit Bergen Enkheim. Ich will eigentlich nur ein Rest in Peace da lassen für diesen EFC. Ich bin schon 2018 mit denen nach Berlin gefahren. 36 Stunden nach Sevilla. Ich möchte jetzt ja auch gar keine Partei ergreifen und denen ihre Sicht darlegen. Da will ich mich gar nicht mit einklinken. Einfach nur ein Rest in Peace an den EFC. 10 Jahre alter EFC mit so vielen Mitgliedern. Ist es schade, wenn er dann verschwindet. Aber ich möchte das Ganze nicht weiter werden. Ey, Chat! Oh, Chat sage. Digga, wegen Stream, gell? Ich sage einfach gerade, ey, Chat. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ey, Leute, der Ferdi, der Gewinner vom Trikot, ich habe mit ihm abgeklärt, der kommt in Vlog. Also, ihr werdet im Vlog sehen, wenn er sein Trikot bekommt. Dauert aber noch ein bisschen. Meine ehrenhafte Mitfahrgelegenheit möchte gerne für dieses Spiel tippen. Also, ich sag dreckiges 1:0 für uns, aber 94. Das muss richtig ekelhaft sein, so. Richtig dreckig, so Leverkusen-mäßig. Richtig ekelhaft, ja, Leverkusen-mäßig. Ja. Was sagst du? Also ich klassisches 2:1. 2:1. Clean, aber wir gewinnen auf jeden Fall. Ich muss euch nicht viel dazu sagen. 3:1, wisst ihr ja. Jedes Spiel 3:1 die Saison, ne? Und dann sind wir Deutscher Meister. Ganz entspannt. We'll be right back.
mit, will mit, 3 Punkte, rein, es geht! Was ist eigentlich das? Ja! Digga, was ist denn los mit dem? Nicht von dieser Welt. Videos des Turms, potenzieller Elfer. Thank you.
dich glücklich, wenn du gewinnst. Und geh dein Spiel auch mal verloren. Wir werden immer weiter zu dir stehen. Eintracht! 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 Wie kann das denn sein? Jedes verdammte Jahr. Fand nur ich die Stimmung so scheiße? War die Stimmung im Steher besser? Ich fand die Stimmung nicht gut, beide von uns. Ganz kurze Phasen vielleicht mal, aber vielleicht war es im Steher anders, keine Ahnung. Leistung auf dem Platz, auch nicht so toll. Nicht beschissen, gut gekämpft, paar gute Aktionen, aber irgendwie doch unterlegen. Ja, war schon ein bisschen wehgetan im Herzen. Hat ein bisschen wehgetan. So, das heißt heute um 18 Uhr erstmal erste Stunde nur Frust von der Seele reden im Stream. Nur Frust von der Seele reden. Danach wird dann gezockt. Da geht's dann in den richtigen Trümmerbruch rein. Weil heute geht's mir eigentlich noch relativ gut, morgen wird's ganz schlimm dann. Ach ja, by the way, wer mich nicht abonniert, ist ein Offenbacher. Heide!